So, und damit ein herzliches Willkommen zum Eiserner Stimme Talk, die erste Ausgabe. Werden noch ein paar andere folgen, immer zu den aktuellsten Themen. Und bevor wir hier anfangen mit der Kaderplanung, nochmal ein herzliches Danke für die große Rückmeldung für meine Motivationsvideos zur Relegation. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen. Und ja. Falls ihr gerne noch was loswerden wollt, auch zu den Talk-Videos, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich nehme mir auch auf jeden Fall eure Kritik zu Herzen. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an. Und bevor wir jetzt zur Kaderübersicht kommen, müssen wir natürlich gucken, wie sehen gerade die Verträge aus. Laufen ein paar ab? Haben vielleicht Spieler noch gar keine Verträge oder haben neue bekommen? Oder wie sieht es mit den Leihspielern aus? Da gucken wir jetzt erstmal als erstes rein. So, damit kommen wir zu den Abgängern von Union. Das sind einmal Marc Torrejon, Errol Zenulau und Fabian Schönheim. Die drei habt ihr wahrscheinlich schon auf der Aufstiegsfeier mitbekommen. Und zwar wird bei Marc und Fabian aufgrund des Alters der Vertrag nicht verlängert. Und bei Errol, mit dem hat man ja schon versucht, in der zweiten Liga zu arbeiten, hat nicht immer so geklappt. Deswegen hat man ihn sehr oft verliehen. Und deswegen wird man jetzt auch in der ersten Liga nicht mit ihm planen und lässt den Vertrag auslaufen. Ja, ich wünsche den dreien auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht werden sie ja nochmal einen Verein finden, vor allem Erol, der hat ja noch Zeit. Der wird auf jeden Fall noch was finden, bestimmt in der zweiten Liga. Und ja, ist ja damit ablösefrei zu bekommen. Und ja, dann machen wir weiter. So, also kommen wir jetzt zum etwas spannenderen Teil, den Leihspielern. Es gibt eigentlich vier Leihspieler, aber zum vierten komme ich später nochmal etwas genauer. Und falls ihr euch wundert, dieses Video, also die Grafiken, die habe ich schon im Vorhinein angefertigt und vertone jetzt erst später. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat sich eigentlich mit diesen drei Leihspielern schon alles erledigt. Man weiß ganz genau, wer übernommen wird und wer nicht. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zu Manuel Schmiedebach, unserem defensiven Mittelfeldmotor, der damals von Hannover 96 ausgeliehen wurde. Da weiß man, dass er fest verpflichtet wird, jetzt ablösefrei zur Union kommt im Sommer und damit in der nächsten Saison auch für uns spielt. Bei Carlos Manet, der hatte ja eine Kaufoption, die hat Union aber nicht gezogen. Der wird also wie geplant zu Sporting Lissabon jetzt in der Sommerpause zurückkehren. Und bei Suleiman Abdullahi, da hat man ja schon im Vollerrhein so ein bisschen gemunkelt, ja, der wird wohl bleiben, weil ist ja einer von Fischers Liebling gewesen. Unser schneller Flügelflitzer, der natürlich auch viel Glück und natürlich Positives aus der Relegation gezogen hat, ist noch super jung und kann sich natürlich auch dementsprechend entwickeln. Der hatte von Braunschweig eine Kaufoption für 500.000 Euro. Die hat jetzt Union gezogen und wird damit dann in der nächsten Saison auch für uns auf dem Feld stehen. So, damit wären wir auch beim spannendsten Thema des bestehenden Kaders und zwar unseren Wacklern, den Unsicheren habe ich sie genannt. Da ist auch unser vierter Leihspieler dabei und zwar der Robert. Dann haben wir noch den Felix Groß und den Marvin Friedrich. Und ja, ich würde gerne zu jedem nochmal explizit kommen, weil die Fälle sind ein bisschen spezieller. Also fangen wir an mit Robert. Er kam ja im Sommer von der TSG Hoffenheim und wurde für eine Leihgebühr von 200.000 Euro an Union verliehen. Soll jetzt plangemäß im Sommer zu Hoffenheim zurückkehren. Aber da er auch einen großen Anteil am Aufstieg von Union hat, ist Union wohl dran, ihn fest zu verpflichten. Aber da steckt man halt noch in den Kinderschuhen. Man muss erstmal ein Angebot den Hoffenheimern vorlegen. Aber man könnte Glück haben, weil Robert spielte bei Hoffenheim keine große Rolle bis jetzt. Vielleicht sagen die Hoffenheimer auch, okay, wenn Union ein gutes Angebot macht, dann könnt ihr ihn fest verpflichten. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran und hoffen natürlich das Beste. Und damit kommen wir zu Felix Groß. Bei Felix ist eigentlich noch alles offen. Er steht ja seit 2016 bei Union unter Vertrag, hat auch schon 100 Spiele für Union gespielt und der Vertrag läuft jetzt halt aber auch im Sommer aus. Und man weiß von Union und Felix halt gar nichts. Stehen sie in Gesprächen? Verhandeln sie gerade über einen neuen Vertrag? Es ist halt noch nichts bekannt. Von ihm gab es noch kein Statement, ob er gerne bei Union bleiben würde
oder ob er eher einen neuen Verein sucht. Er ist halt jetzt auch auf dem Markt ablösefrei zu haben, also vielleicht auch für andere Zweitligavereine oder Erstligavereine interessant, aber man weiß halt noch nichts. Aber wie ist denn eure Meinung? Würdet ihr gerne Felix in der ersten Liga sehen bei Union oder ist es nicht euer Lieblingsspieler und wäre euch auch egal, wenn er nicht für Union spielt? Schreibt es mal in die Kommentare, damit wir darüber diskutieren können. Und dann kommen wir zum spannendsten Kandidaten und zwar Marvin Friedrich. Ich sag schon mal sorry wegen den Grafiken, die stimmen nicht ganz. Aber bei Marvin ist gerade ganz heiß. Und ich prophezei auch mal, dass wir die ganze Sommerpause von diesem Transfer hören werden. Weil er kam letzte Saison, wurde er von Augsburg gekauft für 300.000 Euro. Aber Augsburg sicherte sich eine Rückkaufoption für 1 Million Euro. Und diese wurde jetzt gezogen. Also ist er offiziell jetzt zurückgekauft vom FC Augsburg und wird fest verpflichtet in diesen Sommer. Union will es aber nicht auf sich beruhen lassen. Das ist klar, dazu gab es auch schon ein Statement, weil er war ganz wichtiger Bestandteil von Unions Aufstieg in dieser Saison, stand in jedem Spiel auf dem Platz und hatte sehr großen Anteil. Und Marvin hat auch auf seinem Instagram-Account gepostet, dass er auch nicht wirklich Lust hat, wieder zu Augsburg zurückzukehren. Ja, jetzt steht man da, ein Spieler, der nicht gerne zu Augsburg zurück will, Augsburg, die aber trotzdem gerne Friedrich haben möchten und Union, die Marvin wieder zurückhaben will. Also da wird es noch ganz heiße Gerüchte geben, da wird es auch noch ganz viel Diskussion geben. Jetzt muss halt Union den ersten Schritt machen, muss an Augsburg herantreten, muss denen ordentlich Geld bieten. Also man schätzt ja, dass Augsburg vielleicht mit sich reden lassen wird, wenn sie 3 Millionen Euro auf den Tisch legen. Aber das müssen wir beobachten. Also da ist noch nichts raus. Das wird auch ein ständiges Hin und Her geben, weil ja, Marvin hat natürlich super Leistung gebracht und Augsburg will ihn gern haben, Union will ihn gern haben. Na, jetzt müssen sich halt beide einigen. Ich folge einfach Marvin auf seinem Instagram-Account oder auf Twitter. Da werdet ihr, denke ich mal, immer die neuesten News kriegen oder ihr werdet es irgendwann von Union bestätigt bekommen. Wenn nicht, klickt mal oben aufs i und teilt mir mal mit, was denkt ihr? Wird es Union schaffen? Oder wird Augsburg nicht mit sich reden lassen und wird Friedrich nächste Saison für Augsburg spielen? Ich bin gespannt auf jeden Fall. So, kommen wir also zu der letzten Personalie, den Neuzugängen. Da haben wir drei Stück. Jeder wird auch nochmal im Extra-Video auf diesem Kanal durchleuchtet mit sportlicher Vergangenheit und was er sonst noch so getrieben hat. Aber kommen wir gleich mal zum ersten Kandidaten. Und zwar den 20-jährigen Julius KD. Er kommt ablösefrei von der Hertha-Jugend und gilt als sehr großes Talent. Was er wirklich drauf hat, müssen wir dann in der Saison mal beobachten. Aber bin auf jeden Fall gespannt. Als zweiter ist der 23-jährige Florian Flecker, Österreicher und kommt ablösefrei von der TSV Hartberg und wird uns im rechten Mittelfeld verstärken. Als letztes haben wir den 21-jährigen Moritz Nikolas, Torwart von der Borussia Mönchengladbach, ist aber nur ausgeliehen bis 2021. So, damit haben wir alle Personalien durch für den Kader und bevor wir uns jetzt mit der Aufstellung befassen, müssen wir natürlich mal gucken, welche Aussagen hat noch der Präsident und unser Planer getroffen, damit wir gucken können, was braucht Union noch und wo, auf welchen Positionen besteht noch ein Mangel. Und zwar sagte Runert in der Morgenpost, unser Anspruch ist es, dass jede Position doppelt besetzt ist und unser Kader aus 26 Spielern besteht, inklusive dreier Torhüter. Und wenn man nach diesen Informationen mal auf die Grafik guckt, fällt auf, dass wir viel zu viele Torhüter haben. Denn Giekewitz wird seinen Stammplatz sicher haben. Auf der Meisterfeier wurde gesagt, dass mit Lennart länger geplant wird. Also muss entweder Lennart noch verliehen werden oder Busk wird den Verein diesen Sommer verlassen. Also schauen wir weiter. Auf den Außenverteidigerpositionen ist soweit alles klar. Reiche und Trimmel machen die Stammposition. Lenz und Ryerson sind die Backups.
In der Innenverteidigung sieht es eigentlich auch noch in Ordnung aus. Man muss halt gucken, ob man Friedrich halten kann. Und sonst hat man genug Backups mit Hübner, Parensen, Maloney und Raps. Und dann kommen wir zum Sorgenkind von Union Berlin, dem Mittelfeld. Denn hinten im defensiven Mittelfeld ist Manuel Schmiedebach ganz alleine, ohne Backup. Also hier muss definitiv noch ein Transfer im Sommer getätigt werden. Im zentralen Mittelfeld stehen Pröme und Groß, wobei wir halt bei Groß überhaupt noch nicht wissen, kriegt er einen neuen Vertrag oder nicht. Je nachdem muss dort vielleicht auch noch ein Transfer gemacht werden. Im offensiven Mittelfeld sind wir ganz gut aufgestellt, mit Kade, der gerade neu eingekauft wurde, mit Jule, der vielleicht noch von Hoffenheim gekauft werden kann, und mit Tass aus der Jugend sind wir dort sehr gut aufgestellt. Ja, und im Angriff ist eigentlich soweit alles klar. Da hat man mit dem linken Flügel, hat man Mews und Hartl, die da sehr gut aufgestellt sind. Dann hat man auf dem rechten Flügel, hat man jetzt Gogia, hat jetzt den festen Abdoulaye und den neu geholten Flecker. Also dort hat man echt keine Sorgen und da muss auch nichts nachgebessert werden. Im Sturm denke ich, dass wir wieder mit Anderson und Polter auftreten werden und da muss auch nichts nachgebessert werden. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wenn man auf der Torhüterposition Lennart verleihen kann oder Busk den Verein im Sommer verlässt und man für Schmiedebach noch einen Backup bekommt und für alle rot markierten Wackler einen festen Vertrag am Mann bekommt, steht der Kader so wie in meiner Grafik. Also müsste theoretisch nur noch ein Transfer getätigt werden und das ist der Backup für Schmiedebach und alle rot markierten fest verpflichtet. Dann haben wir die 26 Mann im Kader und jede Position doppelt besetzt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr habt jetzt einen kleinen Überblick gewonnen. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet oder ob euch das Video überhaupt nicht gefallen hat. Ich kann mit Kritik gut umgehen und wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche.